Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bin ich mal wieder in meinem Hauswald unterwegs. Das heißt, wir befinden uns im Rübenacher Forst. Und ich habe ein paar Messer zu reviewen heute. Und eins davon ist das Real Steel Bushcraft 2. Das Messer wurde mir zur Verfügung gestellt, ist jetzt falsch ausgedrückt. Also ich habe einen guten Deal mit dem Dirk Wanger gemacht. Wir sind uns da beide etwas entgegengekommen. Deswegen geht es heute um das Real Steel Bushcraft 2. Wie gesagt, zu beziehen beim Dirk Wanger. Entweder über seinen eBay-Account Leben ist gut oder dann demnächst auf seinem Shop bzw. seiner Homepage messerundco.de. Preise, schaut bitte nach. Der Dirk hat immer wieder mal Angebote drin. Von daher möchte ich jetzt mit dem Preis mich da nicht äußern. Also ich glaube, da gibt es immer wieder Unterschiede. Ja, zu dem eigentlichen Messer. Wir haben hier ein Messer mit einer Kydex-Scheide. Griff. Ich muss hier einfach, ich habe einen Zettel dabei, weil bei den ganzen Messern kann ich mir gar nicht merken. Von daher, seid mir nicht böse, wenn ich da ab und zu mal drauf schaue. Über 40 weiß man nicht mehr so alles und kann sich alles merken. Scherz. Okay, gut. Also, das Messer ist aus D2-Stahl und hat einen Schliff. Ein Scandi-Schliff, der auf Null ausläuft. Und das hier ist ein totes Holz, gell? Totbaum. Und ich schnitze da mal ein bisschen dran rum. Und ich muss sagen, also das Ding beißt sich ins Holz. Das ist Wahnsinn. Also, wow. Bisher habe ich es nur in der Küche benutzt. Oder zum Brötchen schmieren auf Arbeit und so. Von daher bin ich jetzt sehr angetan, wie sich dieses Messer hier ins Holz beißt. Ja, also auch zum Schnitzen. Super Messer. Ja, sehr schön. Das Messer hat noch die Werksschärfe, das heißt so wie es kam. Und tolles Teil, tolles Gerät. Ja, wir haben eine Klingenlänge von 105 mm und eine Klingenstärke von 3,5 mm. Die Gesamtlänge des Messers sind 21,9 mm. Und ein Gewicht von 172 Gramm. Also Detailbilder. Wir haben verbaut schwarze Griffschalen aus G10, die dann wiederum unterlegt sind mit roten GC-Linern. Die Griffschalen sind vernietet und wir haben ein schönes Lanyard-Hole, wo auch ein vernünftiges Paracord durchgeht. Die G10. Quatsch, G10. Meine Fresse. Kydex-Scheide. Ich komme mal ein bisschen näher. Kydex-Scheide ist mit diesen Ringösen versehen und hat hier am Ende auch noch eine Bohrung, damit halt eben Wasser ablaufen kann. Wie man hört,
rastet sehr gut ein und hält auch. Da rappelt nichts. Also super Messer. Dazu gehört auch dieser Gürtelclip, den man halt verschiedenen Positionen festschrauben kann. Ich habe es jetzt so halt eben, weil ich das Messer hinten quer am Rücken trage, am Gürtel. Für mich eigentlich die angenehmste Tragweise bei der Größe von Messer. Ich habe es jetzt nicht selber ausprobiert, aber ich habe gelesen, es soll auch ein Taglock soll auch dran passen. Für die Freunde der Taglocks also auch kein Problem. Ja, die Scheide verkratzt offenbar auch nicht die Klinge. Ja, also da sind keine Kratzspuren drauf zu sehen. Ja, es ist ein D2-Stahl. Wir haben hier oben ein dezentes, aber griffiges und nicht zu scharfkantiges Jimping. Also das greift recht ordentlich in den Daumen ein. Das ist echt geil. Ja, Anschliff rasiermesserscharf, vom Werk aus schon. Also da ist noch gar nichts gemacht, ist immer noch original. Hier die roten Liner. Verarbeitung von dem Messer ist absolute Spitze. Ja? Also das ist hier sowas von super verschliffen. Da ist kein Grat, da ist keine Kante zu spüren, nichts. Top, ebenso die Nieten. Also für den Preis der absolute Hammer. Kann ich jedem nur empfehlen. Für mich im Moment, ja, das Messer, mit dem ich halt eben draußen rum unterwegs bin. Und ja, bin begeistert davon. Wer meinen Kanal verfolgt, hat ja sicher gesehen, dass mir mein, ja, ich nehme an, es war ein Herberts, es war halt ein Geschenk, dieses Messer. Das ist mir leider beim Vertonen durchgebrochen. Ja, schade drum, aber leider nicht zu ändern. Ja, Thema Batonen. Das ist natürlich jetzt, habe ich nicht dran gedacht, Batonen. Vielleicht suche ich mir mal was, aber hier drauf kann man nicht batonen. Naja, egal. Lassen wir es halt. Ja. Wenn euch das Messer gefällt, schaut doch mal bei dem Dirk Wanger vorbei. Wie gesagt, der bietet dieses Teil zu einem guten Preis an. Und ja, ich bin begeistert von dem Stück. Tolles Messer. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde hier noch ein bisschen was zu tun haben heute. Bei dem schönen Wetter hier. Mitten im Wald, mitten aus dem Schnee. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben mal wieder richtig Schnee hier bei uns. Also 10, 15 cm. Und ja, macht einfach Spaß. Von daher, Leute, geht raus. Geht in die Natur. Das ist Erholung pur. Ja, macht's gut. Ich bin raus.